Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal. Na, alles gut bei dir? Ich hoffe, die letzten Episoden haben dir gefallen und freust dich auf mehr. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. So, es ist jetzt hier Dunkelheit bei uns eingetroffen und wir sollten jetzt irgendwie den Jäger aufsuchen. Ich habe den noch nicht gefunden. Auf der Karte ist jetzt nur ein Fragezeichen eingetragen. Legende des Mammuts, vielleicht ist das damit gemeint. Ansonsten haben wir hinten noch die ganzen Sidequests. Einmal hier der Venger helfen, die Bestie töten und hier eine Eskorte. Ansonsten haben wir hier das Fragezeichen, die Legende des Mammuts. Mal gucken, ob das die nächste Quest ist, aber schau mal hier, kann man mit den Leuten irgendwie auch mal reden. Mit ihm kann man reden, okay. Das ist alles? Mehr hast du nichts zu sagen? Okay. Gut. Dann würde ich sagen, laufen wir mal jetzt zum Fragezeichen. Ich merke schon, wir müssen uns hier wieder mit Drogen zudröhnen hier. Schon wieder als Mammut durch die Gegend rennen? Das gefangene alte Mammut. Das müssen wir jetzt also befreien, okay. So, rein nur weiter. Boah, nicht da reinfallen. Sind wir jetzt hier in einem großen Dorf reingerannt, oder was? Das alte Mammut jetzt beschützen, alles klar. Von den ganzen. Nein, natürlich nicht. Es hört doch nicht auf, die spawnen doch die ganze Zeit. Komm doch mal jetzt hier endlich, du dummes Vieh. Was ist denn das hier für eine dumme Quest hier, Mann? Die spawnen doch die ganze Zeit, ich muss doch hier einfach raus. Und das Mistvieh kommt nicht mit dem Sammelruf. Oh, ein sehr weises. Respekt. Kennt ihr Wipu besser als ich? Da mal vorne, nicht, dass irgendwas passiert hier. Oh, da oben sind noch andere. Yes, wir haben es geschafft. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt dazu gelernt haben. Bei den Fähigkeiten. Tiere. Können wir nur mit den Adlersicht machen. Wir können aber jetzt hier, was war das nochmal? Beim Rennen heilen. Ne? Heilen im Sprint. Hocksprint. Beweg dich in der Hocke schneller. Okay. Teilweise gelehrte Gesundheitsbalken regenerieren sich automatisch viel schneller. Das ist doch mal eine gute Fähigkeit. Hier lernen wir doch mal gleich. Ach, einen Punkt haben wir noch übrig. Gelände aufdecken, Rohstoffe finden. Eulenangriff, ja, machen wir das doch. Wollte ich sie eigentlich kaum einsetzen, aber wieso nicht? Oh ja, gut. Sind ziemlich weit von zu Hause weg, ne? Wenn so aufgefallen ist. So. Hat er nicht? Doch, Alter. Dann mal gucken, was die Quest bringt. Der Regen hat Hütten überflutet, dein Volk muss höheres Gelände erreichen. Eskortiere sie zu ihrem Ziel und sie verteidige sie. Na, machen wir das doch. Es ist besser als erfolglos Items zu suchen. Das sind ja so Rohstoffe. Oh, unser Wolf. Komm mal her. Gucci. Ja. Und nochmal Sträuchchen. Jo. Gucci. Na dann. Oh nein! Entschuldigung, Hund. Oh Gott, ich greife meine ganzen Verbündeten an. Oh Mann, bitte greif mich nicht an. Das war keine Absicht. Wäre cool, wenn wir hier auch zum Feuer entfachen können, dann könnten wir nämlich auch hierher uns teleportieren, aber. Das wird alles nicht so leicht. Hier haben wir nochmal Schiff.
Was fehlt echt noch dieses Norddings? Grünblatt. Die Nordsee da. Das heißt einfach nur Grünblatt. Sehr gut. Quest abgeschlossen. Sehr schön. Wir können uns da schon mal das nächste Feuer entfachen. Dann sind wir ein bisschen weiter. Nein. Entzünde das Leuchtfeuer. Sehr gut. Ja, hier erstmal. Bitte schön, lieber Wolf. Ne, die wollen wir nicht entzünden. Wir haben nur, das ist die aufgemotzte Keule. Und brennen. Oh, da ist ein nächstes Ziel. Einer von uns sind nur die Wölfe. Okay. Blau, okay. Oh Mann, Mushi. Komm her. Jetzt ist interessant. Da oben ist jemand von uns. Höhle von Nazari entdeckt. Dawinja. Haben wir sie gefunden? Sehr cool. Dawinja. Schlauta. Magisch bei der Mama vorbei. Du hast das Schwalim, Harsakamas. Schitaugata. Du hast das Schwalim, Samharsi. Hals hafchu waidam, quati salka daicham. Majish washta mama fadi. Bu quati salka daish. Aish hals waidata. Tushi guash. Auf der Jagd. Und da werden wir schnell einen Bären finden, wa? Für die? Packen wir den Wolf weg. Das sind keine Bären, das sind andere Dinger. Wow. Ups. Schon wieder ein Waldbrand verursacht. Oh Mann, ey. Uiui, den ganzen Arm. Ein sehr zorniger Bär, okay, ist jemand. Jetzt müssen wir den Bären langsam folgen. Fast wie der gleiche Bär, der mich gekillt hat, oder? Ich soll den Bären erlegen.
Aber sonst geht's noch. Der macht euch doch jetzt erstmal platt, oder nicht? Nope. Geschafft. Lass mal gehen wir unseren Wolf retten. Kommen wir schon. Nee. Puh, wir haben den Bären erlegt. Hallo Julia, aber dank einem kleinen Trick. Also mit dem Hilfe des Holzstammes hier. Zack. Erlegt. Finde die Jäger. Okay, die sind doch. Die Jäger sind irgendwo da dann. Alles klar, dann finden wir die auch. Da in der Höhle drin. Easy. Die da oben kommen sie. Mama Fadi. Die Iguar Cham Cham Shadafmas. Languiguan, Dafmas. Die Bestie ist schon tot. Und fest bestanden. Sehr schön. Wow! Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, Scheiße. Wie schmeißt man den verdammten Köder nochmal? Mann! Wir haben einen Höhlenlöwe an unserer Seite. Na dann. Dann brauchen wir doch den Wolf gar nicht mehr. Ne? Das ist einfach, werden Tiere rausgetauscht. Oh. Wo jetzt? Hier stellen ein Feuer an. Sind wir hier freiwillig in der Nacht? Das ist ja voll furchtbar. Wir sind ja hier nur am Verrecken. Gestorben. So, ich habe keinen Bock mehr. Ich beende jetzt hier an dieser Stelle die Folge für heute und das war auch erstmal vorerst die letzte Folge. Ich werde auf jeden Fall das Spiel zu Ende spielen, aber wann genau kann ich dir jetzt nicht sagen, sondern ich muss halt gucken, wie ich das halt schaffe. Weil ich bin ja jetzt bald raus aus der Quarantäne und dann werde ich natürlich weiterreisen und mich dann eher aufs Reisen konzentrieren. Also danke, dass du dir das angeschaut hast. Und ich würde sagen, mit meinen Vlogs geht es dann weiter. Vielen Dank, dass du das auch noch anschaust. Und ich wünsche einfach noch einen geilen Tag oder einen geilen Abend, wann immer du dir das hier angeschaut hast, das Video. Also, bis bald, dein Bärenkroate. Ciao, ciao.